So, schauen wir uns ein Zahlenbeispiel an zu einer Investitionskette. Wir haben hier zwei Investitionsalternativen mit einem einheitlichen Kalkulationszinssatz von 8%. Die erste Alternative läuft über 4 Perioden. Hier hat sich ein Fehler eingeschlichen. Hier muss natürlich der Rückfluss für die dritte Periode auch noch stehen. Das heißt, wir haben hier eine Investition, die uns heute 1.000 kostet und dann 4 Perioden lang einen Rückfluss von 330 erwirtschaftet. Wenn Sie das in die Formel für den Kapitalwert mit konstantem Rückfluss einsetzen, erhalten Sie einen Kapitalwert von 93. Die zweite Alternative kostet auch 1.000 und bringt uns 2 Perioden lang Rückflüsse in Höhe von 600. Auch das können Sie einsetzen in die Formel für den Kapitalwert mit konstanten Rückflüssen und erhalten einen Wert von 70. So, das ist jetzt nicht direkt vergleichbar, weil die Laufzeiten unterschiedlich sind. Eine Möglichkeit, die Laufzeit vergleichbar zu machen, ist, eine Ergänzungsinvestition einzufügen, die die Laufzeit gleich macht. Und das kann man erreichen, indem man die Investition einfach wiederholt. Das heißt, die zweite Investition ist erstmal hier, so in dieser Form. Und in der zweiten Periode wäre es ja abgeschlossen, aber wir wiederholen die Investition einfach. Das heißt, wir geben dann nochmal die 1.000 aus in Periode 2, haben dann in den nächsten zwei Perioden Rückflüsse von 600. Wenn wir das, davon an den Kapitalwert ausrechnen, sind das eben die 70, die wir ursprünglich hatten. Und der Kapitalwert der Ergänzungsinvestition ist dann wieder 70, aber natürlich zwei Perioden später. Das heißt, das müssen wir dann zwei Perioden runterzinsen. Macht insgesamt einen Kapitalwert von 130. Wenn wir jetzt also die beiden Investitionen auf dieser Basis vergleichen würden, würden wir rauskriegen, dass die zweite Alternative bei einer einmaligen Wiederholung relativ vorteilhaft ist. So, anders wäre es, wenn wir die beiden Investitionen vergleichbar machen, indem wir sie unendlich wiederholen. Denn wenn beide Investitionsalternativen unendlich wiederholt werden, dann haben sie die gleiche Laufzeit und sind auch vergleichbar. Wenn wir die beiden unendlich wiederholen, dann, wenn Sie sich erinnern, zurückkramen oder hier unten in die Formel gucken, haben Sie die Formel für eine unendlich wiederholte Investitionskette. Also der ursprüngliche Kapitalwert mal Q hoch n durch Q hoch n minus 1, das ist das hier. Q ist ja 1 plus i, also 1,08, macht 351 für die erste Alternative und 491 für die zweite Alternative. Das heißt, auch wenn wir die beiden Investitionen vergleichbar machen, indem wir sie unendlich wiederholen, ist die zweite Alternative noch relativ vorteilhaft.